Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Auch heute Abend habe ich mich wieder eingefunden, verbunden über Skype mit zwei wunderbaren Brüdern in Deutschland. Der eine, Michael, so wie ihr wisst, inzwischen kommt aus der Nähe der Grenze mit Niederlande und der andere kommt aus meiner alten Heimatstadt in Hamburg im Norden Deutschlands. Und wir haben uns eingefunden heute, um die 26. Lesung zu machen aus dem zweiten Band. Das sechste Kapitel, das sechste Buch, das sechste Kapitel darin und da wahrscheinlich heute eine abschließende Lesung über die Königsmörder in Frankreich, die wir letztes Mal angefangen haben, dass ich eine sehr interessante Lesung fand, auch wenn Michael hier und da einen Punkt eingeworfen hat, dass ihm im Grunde der erste Band besser gefällt als der zweite. Darüber kann man diskutieren. Ich finde, im ersten Band gibt es viele Informationen, die man auch schon auf anderen Plätzen gelesen hat. Und der zweite Band ist in der Hinsicht für mich persönlich zumindest, für mich, Jörg, neuerer, besserer, interessanter, weil ich hier viele Dinge lese, die ich noch bei keinen anderen Autoren bis jetzt gelesen habe. Doch auch gar nicht in dieser Tiefe und Ausführung. Aber wie gesagt, da kann man natürlich drüber diskutieren. Der eine empfindet das so, der andere empfindet das so, aber trotzdem ist Michael heute wieder bei uns. Aber bevor ihr den hört, stelle ich euch erstmal Viktor vor und der wird dann überleiten an Michael. Und danach fangen wir mit der Lesung heute an. So, Viktor, herzlich willkommen heute Abend zur 26. Lesung des Griesinger Buches über die Jesuiten, von der Wirkung ihres Ordens, von der Gründung bis heute, was 1866 ist. Moin Moin und hallo. Ja, ich freue mich auch wieder mit euch verbunden zu sein und habe jetzt auch nicht so weit viel auf dem Herzen, außer dass ich noch zu dem, was du gerade gesagt hattest, auch noch hinzufügen möchte, dass es auch immer interessant ist, auch die deutsche Sprache in der Art und Weise, wie es der Autor verfasst hat, dann auch sich zu Gemüte zu führen und dabei noch interessante geschichtliche Fakten, ja, noch mit einzusammeln. Bin ich gespannt, was uns da erwartet und gebe damit das Wort weiter zu Bruder Michael. Ja, schönen guten Abend. Ihr habt mir jetzt heute Abend so ganz schnell die Aufgabe übergeben, hier mein Schlussplädoyer von letztens nachzuholen. Ich bin im Augenblick hier völlig am Wuseln, mir die ganzen Links und die ganzen Stellen rauszusuchen. Hab's doch gerade just in time oder wie man in Neudeutsch sagt, genau in der Zeit geschafft. Und zwar ging es sich eigentlich um die letzte Sendung und es geht sicherlich um ein Thema, was uns öfter mal so ein bisschen tangiert. Und zwar ist mir gestern das Grübeln gekommen bei der Lesung, als ich um das Thema der Habsburger ging. Da gibt es die Textstelle, dass allein darauf vertraute ihm ein Überläufer das Geheimnis der Gusischen League an. Und da er sich bei genauerer Untersuchung hinlänglich davon überzeugte, dass es sich in der Tat und Wahrheit um eine Thronrevolution zugunsten des Habsburger Philipps II. Handelte, so beschloss er, diesem Plan durch einen Gewaltakt zuvorzukommen. Das steht da so geschrieben. Und da habe ich gedacht, Habsburger, Habsburger, Habsburger. Den bist du doch auch schon mal mit der ganzen Europäischen Union und alles über die Füße gelaufen. Und da habe ich mich mal gestern Abend bei der Lesung mal ganz kurz mal quergeschossen auf Wikipedia und sonstige unheimlich zuverlässige Quellen und habe dann herausgefunden, dass gegenüber dem, was ich normalerweise zu wissen glaubte, die Habsburger gar nicht aus Österreich kommen, sondern ihre Stammburg im Schweizer Kanton Aargau haben und da ein Fürstengeschlecht sind und für ein halbes Jahrtausend, steht zumindest hier, zur mächtigsten Dynastie aufstieg und auch ein Kolonialreich beherrschte. So, und dieser Landbesitz im Oberelsass zwischen Basel und Straßburg umfasst ja auch einen Teil von Frankreich. Straßburg ist, wie wir ja wissen, auch ein sehr, sehr interessanter EU-Ort. Und hier steht beispielsweise als Beschreibung, im Oktober 1273 wurde Rudolf I. als erster Habsburger zum König des Heiligen Römischen Reiches gewählt. Und da gingen bei mir die nächsten Alarmglocken an. Denn seit ein paar Tagen habe ich mir die Notiz gemacht, dass die Schweiz ungefähr, da gibt es verschiedenste Zeitangaben, aber ungefähr zwischen 1291 und 1307 als souveräner Staat gegründet worden sind. Und zwar eigentlich, man sieht es ja schon an dem Wappen, was im Übrigen genau wie dem des Vatikans einer der extrem wenigen Wappen sind, die
ganz genau quadratisch praktisch gut sind, also wie die berühmte Schokolade, deren Namen wir jetzt nicht nennen wollen, mit einem Kreuz in der Mitte. Und deswegen ist die Schweiz auch nach außen hin ganz sichtbar als, der Legende nach, als Zuflucht der Tempelritter gegründet worden. Ja, das Siegel der Habsburger habe ich mir auch angeguckt und ich fand das auch ganz nett. Vielen Dank, Jörg, für die Einspielung jetzt gerade. Und da habe ich mir gedacht, naja, also so ein Löwe, der hinten noch so ein komisches Zeugs drauf hat, erinnert mich dann doch sehr an einen Drachen. Und wenn man alles zusammenmixt, dann ist mir eigentlich klar, warum die Habsburger so viel Macht hatten und haben, weil sie letzten Endes da die Macht letzten Endes von den Tempelrittern verliehen bekommen haben, denn die Schweiz wurde dann als Land der Zuflucht der Tempelritter gehandelt. Zumindest ist es nach Ansicht einiger interessanten Quellen im Internet so. Ich sage jetzt nicht, dass ich das jetzt direkt ad hoc belegen kann, aber ich werfe das hier mal ein. Und wenn man dann nochmal sieht, dass die Schweiz bis zum heutigen Tage die Leibgarde des Papstes stellt, eingesetzt im Jahre 1506, als Guardia Svizzera Pontificia, GSP, dann kommt einem da doch, glaube ich, doch, da haben wir doch, glaube ich, einen guten Beweis dafür, dass die Verbindung zwischen dem Vatikan und der Schweiz und damit dem Vatikan und dem Hause Habsburg doch eine sehr innige und liebevolle ist. Und das war mein zweites Schlusswort von gestern und die Einführung zu heute. Vielen Dank. Tja, über die Habsburger und über die Schweiz, da kann ich dich nur drin bestätigen, Michael, da hast du absolut recht mit, was du damit sagst und dass du mehr oder weniger vermutest oder danach Forschung gehabt hast, dass die Schweiz Templergrund ist. Da gibt es solche Kanäle auf YouTube wie Guiré, Chatzefratz nennt er sich auch, Sean Ross, der nicht nur die Pharaonenshow gemacht hat und damit die Bezüge der Tempelritter zum alten Ägypten legt, sondern der eben auch aus der Schweiz Videos macht, um zu beweisen, dass die Schweiz Templergrund ist. Und was er nicht versteht, da er kein Christ ist, meint er, dass von da alle Macht ausgeht. Aber man sieht natürlich an solchen Sachen wie zum Beispiel der BIS oder der BIZ, wie wir im Deutschen sagen, ja, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die, wenn ich mich nicht irre, in Basel ihren Sitz hat, dass die Zentralbank der Zentralbanken dieser Welt ist und natürlich die größte Rothschildbank damit. Und wir wissen ja aus Herrscher des Bösen, dass, wo Tapasorsi das schreibt, wir wissen das aus der Enzyklopädia Judaica, dass die Rothschilds die Hüter des Vatikanschatzes sind und natürlich des Vatikanschatzes, also mit anderen Worten, der Vatikan ist zwar der Eigner, die Rothschilds sind die Hüter, aber wer waren denn die ersten großen Bankiers in dieser Welt in der Neuzeit? Das waren die Tempelritter, die dann 1307, glaube ich ja, verboten wurden. Ne? 1312 ist dann der Jacques de Molay mit Sicht auf die Notre-Dame-Kirche in Paris auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, Mit Blick nach Osten, ne? Wo er dann noch gebeten hat, ihn bitte in die Richtung zu drehen, dass er die Notre-Dame-Kirche anschauen kann, weil da nämlich eine Abbildung des Baphomet auf dem Giebel war. Und er wollte halt den Baphomet anschauen während seines Todes. Also, ja. Dass die Templer ihren Ursprung in der Schweiz haben, das ist absolut logisch. Man muss sich ja nur mal die Flagge der Schweiz angucken, ja? Rote Flagge mit weißem Kreuz da drin, genau das Umgekehrte vom Malteserkreuz. Ich meine, wer ein wenig seine Nachforschung anstellt, der erkennt diese Dinge, aber deswegen liegt die Macht natürlich immer noch trotzdem im Vatikan. Die Macht liegt da, wo in Offenbarung 13 gesagt wird, dass der Drache dem ersten Tier seine Macht, seinen Sitz und seine Autorität gegeben hat. Ja? Aber natürlich, ich finde aber, dass es gerade bei der Schweiz deswegen ein sehr interessantes Thema ist, was jetzt übergreifend über die Griesinger Lesung auch zu hinter den Diktatoren passt, weil die Schweiz ja souverän war. Und wir können uns ja jetzt mit Fug und Recht die Frage stellen, woher die Schweiz ihre wirkliche Souveränität verdient hat.
als so ein kleines, relativ unbedeutendes Land, was ja keine große Industrieproduktion oder sowas ähnliches hat. Woher kommt diese ganze Macht? Und die kommt meiner Meinung nach aus so einem Grund dieser ganzen Finanztransaktionen und aufgrund des Protektorats und der Zusammenarbeit mit dem Vatikan. Ja, deswegen ist ja die Schweiz im Zweiten Weltkrieg ja auch nicht großartig in Erscheinung getreten. Ja, im Ersten auch nicht. Nur als Zufluchtsort sozusagen. Im 30-jährigen Krieg auch nicht. Als quasi ein neutraler Grund. Und das kommt alles daher, dass man halt seine eigenen Leute quasi beschützen will. Ne? Und der einzige weiße Fleck auf der blauen EU-Fahne heutzutage. Ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Liechtenstein nicht auch dazu gehört. Da müsste ich jetzt mal eben schauen. Ja, Liechtenstein gehört nicht zur EU. Aber ja, ja. Liechtenstein ist ja ein Furz auf der Landkarte, aber die Schweiz ist ja ein wenig größer. Aber wenn man halt Europa in diesen blauen Karten immer sieht, dann gibt es so einen großen weißen Fleck drauf und das ist die Schweiz. Und kein Mensch fragt sich, warum die Schweiz ständig in Ruhe gelassen wird. Doch, ich habe mich das immer gefragt. Ja. Ich hab mich das immer gefragt und habe immer gedacht, was macht diese komische Clownstruppe da um den Papst herum? Ich will die Leute jetzt selber nicht diskreditieren, sei mir völlig ferne. Ja, sondern ich habe mich immer gefragt, warum, was soll dieses Symbol? Im Endeffekt, diese 100 Mann, die den Papst beschützen, ist ja eh völlig irrational. Das hat ja alles halt mit Tradition und so zu tun. Also muss ja die Zusammenarbeit, die ja jetzt schon seit über 500 Jahren zwischen der Schweiz und dem Vatikan besteht, ja noch ganz andere Hintergründe haben. Das macht man ja nicht, weil man jetzt die Schweiz jetzt dem Papst nicht irgendwie verpflichtet wäre. Also irgendwo muss ja da ein Grund sein, warum man da seit 500 Jahren die Leibstandarte sozusagen stellt. Und da muss man ja nicht viel rätseln. Und wenn man da halt die Symbolik und die Heraldik mit dazu nimmt, dann kommt man ja auch dahinter. Dafür muss man ja jetzt auch nicht studiert haben und auch nicht irgendwelche Medien abklappern. Ich finde es halt einfach interessant, weil die Habsburger jetzt hier in der Griesinger-Lesung mit behandelt wurden. Und ich war immer der Meinung, dass die Habsburger ein ganz altes österreichisches Adelsgeschlecht seien. Und als ich dann gestern gelesen habe, Moment, kommt eigentlich aus der Schweiz und ist also ganz, ganz knapp und kurz vor der Staatsgründung der Schweiz da in Erscheinung getreten. Ja, da können wir doch jetzt mal mit Fug und Recht da mal ein bisschen genauer hinschauen. Gestatte mir eben, dass ich noch einen kleinen Bibelverweis gebe, warum die Schweiz vielleicht vom Vatikan oder wie auch immer ausgewählt wurde als dieser souveräne Staat. In der Bibel steht geschrieben, dass die Leute sich vor der Rache Gottes verstecken werden, indem sie probieren, in die Berge zu kriechen oder unter die Berge zu kriechen und sich dort zu verstecken. Und die Schweiz ist ja nun mal, glaube ich, bekannt für ihre bergige Landschaft. Ne? Also finde ich das mal gar nicht so verkehrt, dass sie eben da ihren Ausweg suchen und sagen, von hier verstecken wir uns vor dem Herrn, weil er hätte es ja nicht geschrieben, wenn es nicht passieren würde. Ne? So, das dazu. Fangen wir an mit der Lesung, aber es waren interessante Gedanken, die du hier gebracht hast, Michael. Wie immer, deswegen bist du auch bei der Lesung hier dabei, weil du so interessante Gedanken bringst. Ja, ich denke, ich bin jetzt irgendwie der Mann für die Schlussworte, ne? Sonst immer. Ja, du kannst dich ja schon mal vorbereiten auf das Ende des Videos. Ja, das geht nicht auf Kommando, da musst du schon erst mal lesen. Ich fange jetzt an, ja. Ich gehe nochmal eben zurück zu dem grünen Wort endlich, weil wir müssten eigentlich bei zugleich anfangen. Aber ich gehe nochmal eben die paar Sätze zurück oder die zwei Sätze hier zurück in diesem Absatz, dass wir nochmal eben verstehen, worum es geht. Weil schließlich sagt der Autor hier, endlich musste jeder von ihnen, also den Jesuiten, als sie aus Frankreich rausgeschmissen wurden und dann wieder reingekrochen kamen, einen heiligen Eid leisten, sich den Landesgesetzen zu unterwerfen und nie und nimmer auf die Ausnahmeprivilegien, welche ihnen von den Päpsten nach und nach erteilt worden waren, Anspruch zu erheben. Das waren die Bedingungen, unter denen die Söhne Loyolas trotz des heftigen Widerspruchs des Parlaments von Paris in Frankreich wieder zugelassen wurden. Und hocherfreut schworen sie alles zu, was man von ihnen verlangte. Sie hätten sogar recht gerne noch viel schwerer als zu haltendes beschworen, wenn man dies für notwendig geachtet hätte. Denn was lag ihnen an Eidschwüren, die sie nicht zu halten schon vom Voraus gesonnen waren? Nun zugleich mit der Wiederzulassung der Jesuiten in Frankreich nahm König Heinrich IV. Einen der ihrigen, den Pater Coton, zum Beichtvater an. Er tat es,
weil er sich in ihm glaubte, eine Geißel zu verschaffen, die ihm für das ganze Benehmen des Ordens würde Bürgschaft leisten. Allein dieser Coton war ein so schlauer und so gewiegter, also gewiefter, sagen wir heute wohl, Hofmann, dass er bald das Herz des Königs total beherrschte und hiedurch, sowie durch die ebenfalls gewonnenen Höflinge und Mätressen eine Gewalt bekam, welche seinem Orden nur vom größten Nutzen sein konnte. Letzterer erhielt aber bald Erlaubnis, außer in den abgenannten Städten auch in Amiens, Poitiers, Vienne, Rouen, Caen, Reims, Bern und zuletzt auch in Paris selbst Kollegien zu errichten, um es kurz zu sagen, innerhalb der nächsten 7 Jahre verdreifachten die Jesuiten die Zahl ihrer Häuser in Frankreich. Vor allem war es jedoch den guten Patribus darum zu tun, dass jene Pyramide, welche man nur die Schandsäule der Sozietät Jesu nannte, weil sie den Anteil derselben an dem Mordversuch Châtels beurkundete, niedergerissen würde, denn solange sie stand, konnten sie sich noch immer nicht als vollständig restituiert betrachten. Und somit drang der Pater Beichtvater Tag und Nacht in den König, Befehl zum Umsturz derselben zu geben. Lange Zeit willigte Heinrich IV. Nicht ein, und noch weniger tat dies das Parlament von Paris, welches seinerzeit die Errichtung des Monuments befohlen hatte. Da, endlich, im Mai 1606, das ist ja fast 666, ne? Mai ist der 5., nicht der 6. Monat, ganz dicht dran, ließ sich der vom Orden Jesu gewonnene Staatsrat dazu bewegen, ein Gutachten zugunsten des besagten Ordens abzugeben, und nun erteilte Heinrich die Erlaubnis zur Entfernung der Säule. Dies sollte jedoch zur Nachtzeit geschehen, weil man fürchtete, das Volk von Paris könnte sich der Maßregel gewaltsam widersetzen. Allein Pater Coton rief: Heinrich IV. Ist kein König der Finsternis, sondern des Lichts, und brachte den Monarchen durch dieses Wort dahin, dass er Befehl gab, die Niederreißung bei hellem Tage unter Assistenz einer stark bewaffneten Macht vorzunehmen. Es geschah. Und wer hatte nun mehr Ursache zu triumphieren als die noch vor kurzem so viel geschmähten Söhne Loyolas, deren Ruhm durch einen neuen Glorienschein bekam, Unter solchen Umständen nun hätte man glauben sollen, dass es ihnen an nichts so sehr werde gelegen gewesen sein, als daran, das Leben eines Monarchen, der sich ihnen so überaus gütig erwies, mit Argusaugen zu hüten. Allein, die Jesuiten handelten gerade umgekehrt und hatten von ihrem Standpunkt aus ihre guten Gründe dafür. Nachdem nämlich König Heinrich IV. Sein Reich im Innern pazifiziert und gestärkt hatte, fasste er die äußere Politik ins Auge und fand sofort heraus, dass Frankreich im Rat der Nationen viel zu wenig zu sagen habe. War doch damals die Macht des spanisch-österreichischen Hauses eine überwältigende, vor der sich das ganze übrige Europa demütig beugen musste. Somit entwarf er den Plan, diese Übermacht zur Wiederherstellung des europäischen Gleichgewichts mit Gewalt der Waffen zu brechen. Und zu diesem Behufe schloss er mit den meisten übrigen Staaten Europas, insbesondere mit den protestantischen Fürstentümern Deutschlands, sowie mit England und den Niederlanden ein Schutz- und Trutzbündnis. In aller Stille wurden sofort große Armeen ausgerüstet, und im Sommer 1610 sollte der Feldzug bei Gelegenheit des Jülschen Erfolgestreits mit aller Macht auf zwei Seiten zumal eröffnet werden. Auch durften die Verbündeten alle Hoffnung hegen, den Sieg davonzutragen, indem weder Spanien noch Österreich Zeit gefunden hatten, sich gehörig zu rüsten, und somit herrschte bei ihnen großer Jubel, während in Madrid und Wien die frühe stolze Zuversicht einer düsteren Hoffnungslosigkeit Platz zu machen anfing. Nur ein Wunder konnte diesmal das Haus Habsburg retten, und Wunder geschahen schon lange keine mehr. Dennoch aber hatten Philipp II. Von Spanien und Rudolf II. Von Österreich keine Ursache zur Verzweiflung, denn die Jesuiten, ihre großen Freunde, lebten ja noch, und ihnen war es ein leichtes, wo rechtliche Mittel nicht mehr ausreichten, durch ein kleines Verbrechen nachzuhelfen. Was braucht es denn in dem jetzigen Fall weiter, als den Mann aus dem Wege zu räumen, welcher das Haupt der ganzen Unternehmung war?
den König und Feldherrn, welcher dem ganzen Körper der Koalition Seele einhauchte und ohne welchen die verbündeten Staaten und Städtchen in ihre alte Rüst zurückfielen? Ich meine den König Heinrich IV. Von Frankreich, den genialen Schöpfer des Plans von der allgemeinen christlichen Republik. Und sonderbar, seitdem etwas von diesem großartigen Plan in der Welt verlautete, erhielt Heinrich IV. Fast tagtäglich Winke von Verschwörungen, die gegen ihn im Werke seien, und andererseits entstand in ihm selbst eine Art von fatalistischer Angst, dass man ihm ans Leben gehen werde. Ja, diese Angst verließ ihn bald Tag und Nacht nicht mehr, und 100-mal sagte er zu seinem vertrauten Minister, dem Herzog von Sully: Freund, ich werde nicht ins Feld ziehen, denn sie werden mich hier ermorden. Sein Ahnungsvermögen täuschte ihn aber auch nicht, wie wir jetzt sogleich sehen werden. Am 14. Mai des Jahres 1610 verließ Heinrich IV. Mittags um 4 Uhr den Palast des Louvre, um den kranken Sully einen Besuch abzustatten und zugleich Abschied von ihm zu nehmen, da er sich den Tag darauf an die Spitze der Armee stellen wollte. Er befand sich in einer Kutsche, die von allen Seiten offen war, und neben ihm saß der Herzog von Epernon, während der Marquis von Mirabeau und Herr Duplessis von Liancourt sein Gegenüber bildeten. Die Sitze in den Bäuchen der beiden Kutschenschläge. Die Staatskarossen damaliger Zeit hatten eine andere Gestaltung als die der jetzigen, immer noch Mitte des 19. Jahrhunderts, erinnert sich mal bitte daran, wurden rechts von den Marschällen von Lavardin und Roquelaure, links von Herzog Montbazon und dem Marquis de la Force eingenommen. Und man kann also mit Recht sagen, dass der König sich unter ganz gutem Schutze befand, wenn auch die Garden, welche sonst die königliche Epikage begleiteten, für diesmal, um alles Gedränge zu vermeiden, zurückgeschickt worden waren. In der ziemlich engen Straße de la Ferronnerie angekommen, wurde die Kutsche ein wenig aufgehalten, indem einige Lastwagen den Weg versperrten. Und der König neigte sich sofort zu dem Marschall von Lavardin, diesen fragend, was es gebe. In diesem Augenblicke trat aus der dastehenden Menge ein Mensch hervor und näherte sich, als wollte er den König besser zu Gesicht bekommen. Schnell, der Chaise? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Als wollte er den König besser zu Gesicht bekommen, schnell der Chaise. Lest ihr das auch? Oder wie muss ich dieses Wort hier verstehen? Hab's auch nicht anders gelesen jetzt. Aber wofür steht denn Chaise? Kann das ein TH sein? Ne? Chaise, das ist so wie de la Chaise, wie der Beichtvater, ja. Ludwig XIV. Ja, ja. Das ist das Wort. Ja. In diesem Augenblicke trat aus der gaffend dastehenden Menge ein Mensch hervor und näherte sich, als wollte er den König besser zu Gesicht bekommen, schnell der Chaise. Also, der Chaise von Chaine, Kette, dem Zug, dem Kutsche. Der Kutsche. Genau, oder und den Kutschen, also von daher der Chaise, der Kutsche, ja, genau. So wie er aber nahe genug gekommen war, danke Viktor, schwang er sich blitzschnell auf das rechte Hinterrad, riss ein scharfes Messer hervor und stieß damit zweimal nach der Brust des Monarchen. Der erste Stoß glitt an einer Rippe ab, der zweite dagegen traf mitten durchs Herz und alsbald sank der Monarch, während das Blut sich in Strömen ergoss, dem Herzog von Epernon tot in die Arme. Der Mörder versuchte zu entfliehen, doch vergeblich. Man fasste ihn vielmehr noch, ehe er Zeit bekommen hatte, das blutige Messer wegzuwerfen, und übergab ihm den Großprofossen, die ihn in die Concierge brachte. Den Augenblick darauf, noch ehe der blutige Leichnam des ermordeten Regenten kalt geworden war, versammelte die nun zur Witwe gewordene Königin, jene oben berührte Maria von Medicis, die große Freundin der Jesuiten, das Parlament, nicht aber damit dasselbe sofort, wie man hätte erwarten sollen, die Untersuchung gegen den Mörder beginne, sondern damit es, weil der Sohn des Toten, der nachherige Ludwig XIII. Damals, erst 9 Jahre zählte, sie, die Königinwitwe, zur Vormünderin und Regentin ernenne. Dies allein lag ihr am Herzen.
ihr und ihren Freunden, den Jesuiten, sowie ihrem geheimen Liebling und Liebhaber Concini, dem Werkzeug der Söhne Loyolas, welchen sie nachmals zum Marquis und Marschall d'Ancre machte. Ich muss hier mal eben kurz einen Kommentar geben, wo ist meine Maus hier? Mit anderen Worten, wir lesen hier, dass die Frau von dem König dafür sorgt, dass anstatt den neuen König einzuleiten, sie erstmal die Regentschaft übernimmt. Das lag ihr mehr am Herzen. Oder selbst, dass der junge neue König hier vereidigt wird, um die Macht zu übernehmen. Erst muss diese Machtfrage geklärt werden. Und das erinnert mich ganz, ganz furchtbar an die Zeit von JFK. Und wie wir ja wissen, gibt es nichts Neues unter der Sonne. Das heißt, dieser Vorfall hier lässt sich vielleicht damit vergleichen, weil wir wissen, dass damals, nach dem Mord an John Fitzgerald Kennedy, der Nachfolgepräsident Lyndon B. Johnson im Flugzeug damals vereidigt wurde. Als neuer amerikanischer Präsident. Und nicht auf eine Bibel. Aber auf dem Rückflug von Texas. Ja, also hier auch. Der Präsident war noch nicht mal kalt. Und der Neue wurde hier bereits ins Amt eingesetzt. Lyndon B. Johnson, der unter anderem dafür verantwortlich war, 1954 das Johnson-Amendment zuzufügen, was heute bekannt ist als 501c3 Steuerbefreiungsstatus für Kirchen eben, um eben von den Kirchen Regierungsagenturen zu machen. Ein Gesetz, das eigentlich Trump gesagt hatte, dass er wieder nichtig machen wollte. Inwieweit er das gemacht hat, naja, könnt ihr euch ja selbst angucken. Viel ist da nicht passiert. Jedenfalls erinnert mich die Geschichte, dass man damals den Lyndon B. Johnson gleich eingeschworen hat als Präsidenten an diese Szene von der Frau Medici hier, dass die Nachfolge des Königs erstmal wichtiger war, als jetzt den Mörder erstmal zu verfolgen. Oder besser gesagt, zu verurteilen oder dahinter ranzugehen. Ich hätte noch eine zweite Parallele. Ja, bitte. Jacqueline Kennedy. Ja. Die ist ja die Witwe von JFK gewesen. Und ich deute jetzt nur mal an, dass die Frau dann doch ein Faible für sehr reiche und sehr mächtige Männer hat. Indem sie nachher dann Aristoteles Onassis geheiratet hat. Ich fand das immer schon eine sehr, sehr interessante Verbindung. Sie hat Onassis geheiratet. Wusstest du, dass sie Onassis ein halbes Jahr vor dem Anschlag auf JFK bereits getroffen hat? Ich wollte da jetzt nicht allzu viel ausführen. Ich wollte nur sagen, dass also gewisse Leute sehr, sehr eine Affinität zu Reichtum und Macht haben. Und sie hat sogar eine geweihte Pistole bekommen, um JFK damit zu erschießen. Weil Jacqueline Kennedy war eine CIA-Agentin. Und da gibt es viele Papiere, mit denen man sich da beschäftigen kann, um die durchzuwälzen und zu sehen, wer der wahre Mörder von JFK war. Da wollen wir jetzt aber gar nicht drauf hinaus, aber die Parallele, die du dazu ziehst zu der JFK, zu der Jacqueline Kennedy im Vergleich jetzt mit der Catherine de Medici, ist sicherlich nicht verkehrt. Ist interessant. Wie gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ne? Sie ersetzen andere Schauspieler ein, aber das, was passiert, ist im Grunde immer wieder dasselbe. Ne? Und da wollte ich halt nochmal kurz drauf hinaus, weil viele Leute sind sich dessen überhaupt nicht bewusst, was da passierte. Gut, dann lesen wir mal eben weiter. Es gelang ihr, also der Medici, auch wirklich mit ihrem Ansinnen durchzudringen. Und nun erst am 17. Mai, also 3 Tage nach dem vollbrachten Mord, wurde der Elende, der die Tat begangen, vor die Schranken des Parlaments gebracht. Er erklärte, er heiße Franz Ravaillac. Sei anno 1578 zu Angoulême geboren, wo selbst er seit mehreren Jahren schon als Lehrer wirke. Die Tötung des Königs habe er längst beschlossen, und zwar deswegen, weil dieser der ärgste Feind des Katholizismus gewesen und sich sogar mit den Feinden der Kirche, den ketzerischen Protestanten, zwischen Klammern Hugenotten, in ein Bündnis eingelassen. Einen solchen Regenten zu ermorden sei, so habe man ihn gelehrt, nicht bloß erlaubt, sondern sogar ein hochverdienstliches Werk. Und deswegen würde er seine Tat, wenn er die Gelegenheit dazu hätte, gleich noch einmal begehen. Auch hierzu gebe ich einen ganz kurzen Kommentar ab. Erstens erinnern wir uns hier wieder einmal an die Worte INRI, Iustum Neca Reges Impius. Und wir erinnern uns auch an das, was wir in Herrscher des Bösen damals in meiner Zusammenfassung gelesen haben und was wir heute auch wieder lesen werden, wenn ich das ganze Buch jetzt vortrage, von dem Directorium Inquisitorum.
wo genau diese Dinge drinstehen. Dass es ein löbliches Werk ist, einen Ketzer umzubringen, weil solche Ketzer sind außerhalb der römisch-katholischen Kirche und alles, was außerhalb der römisch-katholischen Kirche ist, ist sowieso bereits eine verlorene Seele und von daher kann man die auch umbringen und das ist also gar ein löbliches Werk. Wir sehen da kommt also, mir noch, achso, ja, wenn du noch was fortführen willst, ich wollte nur kurz was einschmeißen. Bitte. Und zwar fehlt mir jetzt noch dazu ein, aus hinter den Diktatoren haben wir ja gelernt, dass in den katholischen Schulen auch ja gelehrt wird, diese zwei Lager. Also, dass die Katholiken auf der einen Seite vom Hügel geführt werden von Gott und auf der anderen Seite die Ketzer, die ja, Juden, Freimaurer, Protestanten, die alle auf der anderen Seite des Hügels vom Satan geleitet werden. Wie legst du jetzt die Verbindung zu dem, was wir jetzt gerade gelesen haben? Das erschließt sich mir jetzt nicht gleich. Vielleicht kann ich deinem Gedankengang irgendwie nicht folgen. Ja, weil der letzte Satz, der war doch, dass alle ketzerischen, dass es legitim ist, dass man die Ketzer beseitigt. Ach so, ja, nach dem Motto von alles, was auf der anderen Seite des Berges ist, ist sowieso freiwillig. Ja, okay. Ja, eben, genau, ja, so ja, genau. Ja, okay, ja, ist gut, so war ich mit meinen Gedanken nicht. Nee, prima. Ja, hast du recht. Da fahren wir fort und lesen Mitschuldige übrigens im eigenen Sinn des Wortes, Besitz Mitschuldige, ja, also noch weitere Verschwörer, im eigentlichen Sinne des Wortes besitze er keine und könne deshalb auch keinen verraten. Dabei blieb er, selbst als man ihn auf die Folter brachte. Und nur das setzte er noch hinzu, dass er sein Vorhaben dem Pater Aubigny kurz vor der Ausführung desselben gebeichtet und von diesem Absolution dafür erhalten habe. Also Mitschuldige, das heißt unmittelbar Mitschuldige, sagte er, habe er keine. Und außerdem Pater Aubigny sogar keine Mitwissende. Allein diese Behauptung war notwendigerweise eine Lüge. Denn die Feinde Heinrichs IV. Hatten schon eine geraume Zeit vor dem Morde genaue Kenntnis davon, dass derselbe erfolgen werde. So ist es erwiesen, dass schon 14 Tage vorher in Madrid, Mailand, Antwerpen, Douai, Arras, Brüssel, Mechelen und Prag, wo bekanntlich die Jesuiten allmächtig waren, Mechelen ist hier so 30 Kilometer von mir weg, mit großer Bestimmtheit von dem nahen Tode Heinrichs gesprochen wurde. Und es erhielten zum Beispiel mehrere Personen in Rouen Briefe von Brüssel, worin man um näheren Bericht über diesen Mord bat, während doch damals der König noch lebte. So, und jetzt erinnert mich das aber ganz hundertprozentig an genau das, was 1865 passierte mit Lincoln. Abraham Lincoln. Ist einer von euch beiden bekannt mit der Geschichte, an die mich das hier erinnert? Sonst muss ich das nämlich jetzt hier erzählen. Sonst könnt ihr das erzählen. Keiner? Ich kann es, denke ich, mal nicht so gut wiedergeben wie du. Also der Lincoln, der hatte ja, ich glaube, schon so eine Art Eingebung gehabt, ne? Also erzähl mal lieber selbst, was ja, wie Lincoln, das war. Lincoln. Du meinst wegen Charles Chiniquy. Ja, ja, in Charles Chiniquys Buch steht es drin und es ist dann später veröffentlicht auch in einem anderen Buch, nämlich in dem Buch von Brigadiergeneral Harris, der über den Mordanschlag von Abraham Lincoln geschrieben hat. Mal eben sehen, ob ich hier das Bild von raussuchen kann. Ich habe darüber sehr viel gelesen damals in Cold War Babylon. Das war natürlich alles in Englisch. Ach Mensch, man muss mal lernen hier zu tippen, wenn ich die richtigen Worte suchen will. Bei Lincoln. Welches Buch heißt das hier? Ja, Mensch, nochmal, er kommt mit so vielen Büchern immer hier. Das ist Burke McCarthy, das ist es nicht. Das ist dieses hier. Rome's Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln by Thomas M. Harris. Verstorbener Brigadiergeneral und Majorgeneral, damals noch im Sezessionskrieg, also im Bürgerkrieg der Vereinigten Staaten von Amerika. Der war Mitglied der Hunter-Kommission, also das ist die Kommission, die damals dafür gesorgt hat, dass der Verantwortliche für den Mord an Abraham Lincoln vor Gericht gestellt wurde. Und in diesem Buch lesen wir, dass in einem Städtchen, jetzt frag mich bitte den Namen nicht mehr, da müsst ihr mir jetzt Cold War Babylon raussuchen, das im Detail raussuchen, da habe ich jetzt keine Lust zu. Das kann ja auch jeder mal selbst nachforschen. Dass in einem Städtchen 3 Stunden
bevor der Mord stattfand, es bereits bekannt war, dass der Präsident erschossen wurde. Obwohl das 3 Stunden vorher war. Und dieses Städtchen lag fernab von jedem Telegrafenmast und fernab von jeder Bahnverbindung und sonst was. Also konnte das nur bekannt sein, weil die Leute darüber eingeweiht waren und mit so einer Gewissheit wussten, dass der Mord passieren würde, dass sie da schon darüber sprachen, zu einem Zeitpunkt, nämlich glaube ich 6 Uhr abends, wobei der Mord erst gegen 9 Uhr abends oder so passiert war, dass sie mit so einer Genauheit, Sicherheit wussten, dass der Mord passiert war, dass sie da vorher schon sprachen, als ob es bereits so gewesen wäre. Und das ist exakt genau das, wovon wir hier sprechen. Ja? Mehrere Personen in Rouen, Briefe von Brüssel, worin man im näheren Bericht über diesen Mord bat, während doch damals der König noch lebte. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Selbst die Fehler machen sie immer dieselben. Wir sprechen hier ja noch vom späten 16. Jahrhundert, Anfang des 17. Jahrhunderts und Abraham Lincoln war Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber genau derselbe Fall tut sich hier zutage. Das finde ich persönlich sehr interessant, wenn man diese ganzen Dinge nachforscht und wieder kommt und sagt von, tja, guck mal, das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Anderer Fall, andere Leute, aber dieselbe Geschichte. Ja? Das war doch mit 9/11 und dem WTC 7 so. Und das war doch auch im Fall Kennedy, glaube ich, so, wo Oswald schon als der Täter feststand, irgendeiner australischen Zeitung oder so. Müsste ich jetzt auch schauen. Also mit World Trade Center 7, da habe ich eine Sendung drüber gemacht mit Daryl Eberhardt. Ich glaube, die muss noch rauskommen. Das ist eine der nächsten Hour of the Truth-Sendungen, die heute am 15. Januar noch nicht veröffentlicht ist. Bis das hier veröffentlicht ist, ist es wahrscheinlich schon draußen. Ja, damals habe ich mit Daryl darüber gesprochen, wo denn bitte die, die Gleichnisse sind zwischen dem Anschlag auf Abraham Lincoln 1865 und die Anschläge auf 9/11. Und als Daryl mir da nicht drauf antworten konnte, habe ich ihm gesagt, schau, damals war eben in diesem Städtchen Stunden vor dem Anschlag bereits bekannt, dass der Präsident tot war und wurde bekannt gemacht und wurde darüber gesprochen, und zwar öffentlich, das ist belegt. Und mit 9/11 hatten wir ja diesen britischen Fernsehsender BBC, die um 5 Uhr eine Sendung gemacht hat mit einer Reporterin, die hinter sich das WTC 7 hatte und darüber berichtete, dass das WTC 7 bereits eingestürzt sei. Ja, also das Salomon-Gebäude. Ne? Ja, ja, ganz genau. Salomon Building. Ja, mit ja. Das Ganze dann halt auch einen sehr, sehr rituellen Charakter ergibt. Mit den zwei Säulen vom Tempel Salomon, Boas und Jachin, die halt das World Trade Center symbolisieren. Waren die Türme, und, ja, genau. Genau, genau. Und dann halt, also Nordturm und Südturm und dann halt das Salomon Building im Hintergrund, wovon dann halt Hoheit. Als dann die Kommandozentrale, glaube ich, vom FBI und alles gewesen ist. Also ein sehr, sehr interessanter Zusammenhang, der eigentlich auch vielen mittlerweile klar sein sollte. Und ja, gut, man, da gibt es jetzt unheimlich viel zu erzählen, aber diese beforehand knowledge, also dieses vorher. Parallelen ist, durch die Geschichte. Genau. Es ist halt einfach aufgrund auch der heutigen Übertragung, auch die ganzen Zeitzonen, da gibt es halt immer irgendwelche Verzerrungen, irgendjemand denkt nicht richtig mit, macht einen Fehler. Und dann kommen solche Dinge halt erst zum Tageslicht. Ne? Denn der normale Mensch, der von dem Ereignis jetzt direkt und subjektiv betroffen ist, der hat ja ganz andere Dinge, ganz andere Sorgen in dem Moment. Ne? Sich dann halt vor der Gefahr zu verstecken und seine Angehörigen in Sicherheit zu bringen. Aber da wir halt einfach weltweit vernetzt sind, passieren halt solche Artefakte dann auch mal. Ne? Und das macht die ganze Sache ja dann halt sehr spannend, wenn man da halt objektiv drüber sitzt und auf der Couch gemütlich seine Chips isst quasi und dann plötzlich sieht, Moment mal, wir haben doch eine Zeitverzögerung von so und so vielen Stunden, da passt doch irgendwas nicht. Ne? Das ist ja schon sehr interessant, auch im Falle von der BBC, aber ich hätte da jetzt auch viel mehr, aber dann driften wir hier wieder ab und ich denke, der Herr Griesinger hat sich so viel Mühe gegeben mit dem Buch, das wollen wir doch auch würdigen. Ja, das kann man, aber wenn wir gerade an eine solch interessante Stelle kommen, Michael, dann finde ich, kann man durchaus mal abdriften und den Leuten ein wenig Geschichtsunterricht erteilen in dieser Richtung. Und ich möchte das eigentlich gerne mal machen, weil schließlich ist der Fall, den wir jetzt hier lesen, der erste. Der Lincoln-Fall ist der zweite und 9/11 ist der dritte. Und
der Punkt, warum ich das überhaupt weiß oder wer den Verband gelegt hat, dass es eine Parallele gibt zwischen der Ermordung Abraham Lincolns und der frühzeitigen Bekanntgebung in der Stadt damals und 9/11, ist, weil ich damals nach Tom Fress mir angehört habe in Inquisition Update, der nämlich genau darüber gesprochen hat. Also wenn einem die Ehre gebührt, dann nicht mir, sondern ihm. Weil von ihm habe ich das. Ich gebe nur wieder, was er damals gesagt hat. Ich will sagen, was hat Tom denn damals gesagt? Er hat gesagt, das ist die Vorsehung Gottes. Das ist die Hand unseres Herrn, der uns aufgrund dieser Fehler ganz deutlich aufzeigt, dass da was nicht koscher ist. Dass die Dinge sich nicht so zugetragen haben, wie uns erzählt wird, dass sie sich zugetragen haben. Ja? Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Gott hat seine Hand im Spiel gehabt in dem Punkt in 9/11, dass da eine Reporterin steht und erzählt, dass Dinge schon längst untergekommen und dabei steht es hinter ihr noch. Und dass die Leute in dem Städtchen da mit Abraham Lincoln darüber am Sprechen sind, dass der Präsident ermordet wurde zu einem Zeitpunkt an dem Tag, wo er aber doch noch lebend war. So, jetzt gehe ich doch hier hin und hole mir das Buch Codewort Babylon und werde mal eben schauen, ob ich in den nächsten paar Minuten, weil ich weiß, dass Michael jetzt eine ganze Menge zu sagen hat, das nicht in der Zwischenzeit raussuchen kann, wo das die Hoffnung hier genau, stirbt zuletzt. Wo das hier genau drin steht. Ja. Michael, komm, dann erteile ich dir mal eben das Wort und Victor natürlich ganz genauso. Ja, dann könnt ihr da mal eben drüber sprechen, was ich hier jetzt gerade entdeckt habe, dass wir hier halt jetzt dreimal den Punkt haben, dass etwas, was eigentlich geheim sein sollte, eigentlich unbekannt sein sollte, durch die Vorsehung Gottes doch bekannt gemacht wurde. Bitte. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem Fall ich jetzt einsteigen soll. Ich könnte jetzt über JFK, ich könnte jetzt über 9/11, im Endeffekt würde ich aber die Dinge nennen wollen, die einen biblischen Hintergrund haben, so wie beispielsweise dieses Salomon Building, was den Leuten ja gar nicht geläufig ist, weil jeder erzählt nur WTC-7. Ja gut, wenn WTC-7 als Bezeichnung denn ausreichend wäre, warum heißt es denn dann Salomon Building? Ja, also wo ist der Hintergrund, dieses Building jetzt Salomon Building zu nennen? Ja, muss ja dann auch irgendwo seinen Hintergrund haben. Oder die Frage, die zum Beispiel niemand stellt, ist, warum in aller Welts Namen sind denn überhaupt zwei Türme gebaut worden? Wäre es nicht einfacher, schneller und kostengünstiger gewesen, einen dicken Turm zu bauen, der doppelt so breit wäre? Ja, die Frage habe ich nirgendwo in irgendeinem Forum bis jetzt gesehen. Und die Frage stellt sich mir, wenn ich mir angucke, wie die Ausrichtung der Türme ist, dass da ein Salomon Building hinter ist und dass es da halt gewisse Tarotkarten gibt, dass es da gewisse Vorkenntnisse gibt, dass es da eine gewisse Show gibt namens Die Simpsons, wo also da auch beispielsweise die Türme da zusammenkrachen. Da stelle ich mir die Frage, warum fragt niemand, warum in aller Welt sind denn damals zwei Türme gebaut worden und warum sind diese Türme mit Asbest gebaut worden und warum sind diese Türme denn so konstruiert worden, laut den Architekten von damals, da gibt es ja Dokus drüber, dass diese Türme halt auch selbst zwei großen vierstrahligen Verkehrsmaschinen, den Boeing 707, den damaligen am Ende der 60er Jahre, wo die Planung für das World Trade Center da war und die Bauarbeiten dann halt ein paar Jahre später irgendwie begonnen haben. Ich habe jetzt die Jahreszahlen nicht direkt alles im Kopf, sorry dafür. Dem standhalten sollten, wenn die damals die Zulassung für diese Gebäude bekommen haben, dann sind diese Gebäude auch garantiert in der Lage gewesen, so einen Flugzeugabsturz dieser Passagiermaschine aushalten zu können. Und die haben damals mit einer Boeing, laut meinen Recherchen, mit einer Boeing 707 gerechnet, die vier Triebwerke hat, die also erstens ein ganz anderes Gewicht hat, das da auf diese Struktur wirkt und zum Zweiten auf jeden Fall mehr Kerosin mit sich führt, weil vier Triebwerke, vor allen Dingen ältere Maschinen, mehr Treibstoff verbrauchen als eine kleine Boeing 737, die da halt reingeschlagen sein soll. Und das sind so Fragen, die stellt irgendwie niemand. Jeder erzählt mir da irgendwas von Statiken und diese Säule und jene Säule, aber das sind halt einfach Dinge. Es kriegt doch kein Gebäude eine Zulassung, ein Hochhaus, was nicht erdbebenfest, hurricanefest ist und nicht ein Unglück bei dem Einschlag einer Passagiermaschine dann halt auch mit eingerechnet und berücksichtigt wurde. Und dass eine Passagiermaschine nun mal halt entzündliches
Benzingemisch namens Kerosin an Bord hat, ist den Architekten damals bei dem Bau des World Trade Center sicherlich nicht in Vergessenheit geraten. Also das sind ja alles so Dinge, die man uns heutzutage erzählen will, die ja völlig hanebüchen sind, wenn man sieht, welcher Aufwand das ist, jetzt zum Beispiel, nur als Beispiel jetzt, überhaupt ein Wohnhaus zu konstruieren. Ja, welche Auflagen da jetzt, ich rede das immer von Deutschland, aber welche Auflagen man da schon alles einhalten muss. Ja, wie kann man sich dann vorstellen, dass ein über 400 Meter großes Building in den Vereinigten Staaten, in der absoluten Hauptmetropole der Welt, wo ganz, ganz wichtige Firmen residieren, World Trade Center, ja, und die Kaufleute der Welt, ja, dass man da halt solche Fehler gemacht haben soll, das ist doch völlig hanebüchen. Ich meine, also da... Das ist eine Show, die da abgezogen worden ist, vom Allerfeinsten. Da kann doch einfach nur so ein Francis Ford Coppola und Steven Spielberg nur neidisch sein. Ja, das für mich hätte diese Geschichte mit 9/11 damals einen absoluten Oscar verdient. Ja? Ja. Und ich kann halt bis heute nicht verstehen, wie man halt so ignorant sein kann und da halt nicht auf die Fragen kommt, die ich eben gestellt habe. Warum hat man zwei Türme gebaut? Warum hat man, warum waren diese nicht, wo sind die Unterlagen nach dessen, die ergeben, dass also die einen Aufprall einer Verkehrs- oder Militärmaschine hätten standhalten müssen? Ja, wieso stellt diese Fragen denn keiner? Ja, und weil halt die Leute Fernsehen gucken und nicht davon betroffen sind. Ja, ich möchte nicht wissen, wie das Leid der Menschen anzusehen ist, die in dieser Katastrophe damals, biblischen Ausmaßes, wenn wir mal so überlegen, da fallen Vögel vom Himmel, Stahlvögel fallen da vom Himmel, ja, und richten da ein Chaos an und eine Verwüstung an und haben mindestens 3000 und nicht noch mehr, wenn nicht noch mehr Tote und ganz viele Menschen, die auch nachher gestorben sind, aufgrund des Einatmens von Asbest, Rettungshunde, die da elendig zugrunde gegangen sind, Feuerwehrleute, die mit Krebs sich infiziert haben und, also die Dunkelziffer ist ja auch nochmal astronomisch und wie viel Leid ist da passiert? Ja, wie viele tausende Familien sind da, haben da drunter gelitten? Da macht sich, ich sehe nur immer irgendwelche völlig unmenschlichen Zahlen, aber wenn jemand weiß, wie viel Trauer schon auslöst, einen Familienangehörigen zu verlieren, wie viel Trauer muss das auslösen, aufgrund so eines Ereignisses einen geliebten Menschen zu verlieren? Ja, und das ist halt diese Kaltblütigkeit der Menschen, die solche Dinge planen, egal wer es nun gewesen ist. Und einem gehe ich ja d'accord, wo ich sage, das sind auf jeden Fall Terroristen gewesen. Ja, ich meine, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Dass das keine normalen Menschen und Familienväter gewesen sind, die einen Wochenendausflug gemacht haben und sich in eine Passagiermaschine reingesetzt haben, ist auch klar. Das Thema ist doch ein anderes. Das Thema ist, uns tangiert das nicht, weil wir weit genug weg sind, oder die meisten tangiert das nicht, mich schon oder uns schon, die Hörer, die jetzt draußen da am Radioapparat, wollte ich schon sagen. Am Internet sitzen sicherlich auch. Aber ansonsten sind da 3000 Tote. Ja, sind 3000 tote Amerikaner. Und aufgrund dessen ist dann die Legitimation ohne Gerichtsverfahren, ohne Schuldspruch, ohne Beweise. Ach, ich habe den Pass vergessen, der überlebt hat, der da gefunden worden ist in New York. Da ist also ein Personalausweis in New York gefunden worden. Ja, also in der Asche der Gebäude. In der Asche der Gebäude ist ein Personalausweis gefunden worden, genau. Ich will da auch gar nicht sarkastisch drüber sein, darum geht es gar nicht. Ne? Aber dieses Auslöschen von 3000 Menschen, ja, dieses bestialische Auslöschen von 3000 Menschen, ja, hat mit der christlichen Ausrichtung der Vereinigten Staaten, der angeblichen christlichen Ausrichtung der Vereinigten Staaten, nichts zu tun, wenn man dann 3000 Menschenleben billigend in Kauf nimmt und selbst wenn man da nichts von gewusst hätte, dann ohne Gerichtsverfahren, ohne Schuldspruch, ohne Beweise, ohne irgendwelche Verzögerung dadurch dann Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen in Afghanistan und Irak und in den Ländern, die ich jetzt vergessen habe, einfach aus Rache auszulöschen. Und in der Bibel steht einfach, die Rache ist mein und die Vergeltung, spricht der Herr. Ich weiß es nicht ganz zitiert, aber ich habe die Stelle jetzt nicht gerade griffbereit, aber der Herr spricht, die Rache ist mein. Also kann alleine aufgrund dieser Tatsache die Vereinigten Staaten von Amerika kein christlich geführtes Land sein. Also in God we trust stimmt
nicht im biblischen Sinne. Im biblischen Sinne wäre es so gewesen, man hätte halt erstmal geschaut, wer es dann ist, man hätte die Bevölkerung zur Ruhe aufgerufen, man hätte die Grenzen verteidigt, man hätte den Luftverkehr eingestellt und so weiter. Und dann hätte man halt einfach in Ruhe mal gesucht und hätte dann anderen Ländern ein Vorbild gegeben. Man hätte dann gesagt, guck mal hier, wir sind anders. Wir sind das Home of the Brave and Land of the Free und wir haben hier ein Rechtssystem und wir sind hier christlich eingestellt, denn auf unserer 1-Dollar-Note klebt auf der Rückseite der Spruch In God we trust. Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Ja. Wenn die Amerikaner dann so ein gottgläubiges Land wären, dann wäre dieser Anschlag ja an erster Stelle überhaupt nicht passiert. Ja, aber an ihren Früchten sollte er sie erkennen. Und an den Früchten. Das tun wir ja auch eben, weil sie 9-11 gemacht haben. Erkennen wir sie an ihren Früchten. 9-11 sind ihre Früchte. Es ist ein Inside Job, wie man so schön sagt. Ja? Ein Anschlag, der von innen heraus passiert war. Michael, ich finde das ganz, ganz toll, was du sagst. Ich möchte nur kurz auf dieses Ding eingehen. Du hast gesehen, ich habe das gerade eben eingescannt hier und möchte da kurz drauf eingehen. Also es ist nicht der Harris, der das geschrieben hat. Das ist tatsächlich Charles Chiniquy. Aber das kann ich ja jetzt rechtsetzen. Das steht ja hier unten. Charles Chiniquy, 50 Jahre in der römischen Kirche, Seite 316 und Seite 317. Und da schreibt er das Folgende hier. 3 oder 4 Stunden bevor Lincoln ermordet wurde in Washington, am 14. April 1865. Und der Mord war nicht nur bei einigen Leuten, that murder was not only known by someone, war der Mord noch nicht mal bei einigen Leuten nur bekannt, aber es wurde sogar zirkuliert und darüber in den Straßen gesprochen worden, in den Häusern der priesterlichen und römischen Stadt St. Joseph in Minnesota. Und Chiniquy fährt fort und sagt, der Fakt, die Tatsache ist undeniable, das ist unleugbar, oder wie sagt man das im Deutschen? Nicht zu leugnen. Der Fakt, die Tatsache ist nicht zu leugnen. Die Zeugenaussagen sind unangreifbar. Und es waren keine Bahnverbindungen oder telegrafische Kommunikation dichter als 40 oder 80 Meilen von der nächsten Station zu St. Joseph. Am 14. April 1865 haben die Priester von Rom gewusst und die Neuigkeiten des Todes von Lincoln 4 Stunden bevor es passierte zirkuliert in der Stadt von St. Joseph in Minnesota. Aber sie konnten es nicht zirkulieren oder rumgehen lassen, die Nachricht, außer dass sie wussten, selber zu den Verschwörern, also zu der Bande der Verschwörern gehören würden, die den Präsidenten selbst ermordet haben. Ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen in Deutsch rübergebracht habe, was hier in Englisch steht. Und das kann jeder nachlesen. Das Buch kann sich jeder kaufen. Das sind 525 Seiten, vollgepackt mit super Informationen. Ich kann es euch sagen. Ich habe es ganz gelesen. Das ist wirklich toll. Und eben hauptsächlich oder viel zitiert P.D. Stewart, der das Buch Cold War Babylon geschrieben hat, eben aus anderen Büchern. Das seht ihr, wie das hier dokumentiert ist. Ja, auf der Seite davor lesen wir hier über den Trial. Mensch, nochmal, jetzt komme ich auf die einfachsten deutschen Worte nicht. Wie nennt man die das? Gerichtsverhandlung. Danke. Ja, über die Gerichtsverhandlung von John H. Surratt, der dahinter stand, der John H. Surratt, den sie damals in Rom verhaftet hatten, weil er der päpstlichen Garde angehört hat, über die Michael ja bereits Anfang dieser Sendung gesprochen hat. Dann sehen wir hier auch wieder Chiniquis 50 Jahre in der Kirche von Rom, hier auch nochmal. Hier sehen wir eine Quote von The Great Controversy oder Der große Kampf von Ellen G. White und so weiter. Also der P.D. Stewart zitiert aus vielen, vielen Büchern, der schreibt ja nicht irgendwelche Geschichten mit zusammen. Und gerade das, was ich jetzt euch gerade in Deutsch so ein bisschen vorgestammelt habe, was 3 oder 4 Stunden bevor dem eigentlichen Mordanschlag auf Lincoln passierte in dieser Stadt St. Joseph in Minnesota, ist so bezeichnend dafür, was wir hier bei Griesinger lesen, dass das bereits hier am Anfang des 17. Jahrhunderts passierte
Und eben, wenn wir dann eben sehen, was eben mit 9/11 auch war. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Es sind immer dieselben Dinge, die vorfallen. Und das finde ich sowas von wichtig, dass wir uns damit mal eben beschäftigen. Natürlich kommt dabei die Lesung von Griesinger jetzt ein wenig zu kurz. Und wir beschäftigen uns ein wenig mehr mit der Geschichte, so wie sie heute ist. Aber ich finde das nicht verkehrt. Ich habe da kein Problem mit, um die Lesung für heute hier abzuschließen und zu sagen, von das ist doch mal ein Hammer, über den die Leute mal nachdenken sollten. Da zeigen wir hier Beweise, dass, was der Griesinger hier schreibt, was im 17. Anfang des 17. Jahrhunderts passierte, sich Mitte des 19. Jahrhunderts wiederholt hat und dann nochmal Anfang des 21. Jahrhunderts, sehen wir da irgendwo ein, im Flämischen sagt man, siehe da an Patronen, also eine gewisse Form der Gleichmäßigkeit nach dem Motto von, das passiert immer wieder. Und zwar im Abstand von ungefähr 150 Jahren. Ja? Ich meine, 1865, 2001, 150 Jahre. Und der Fall von Griesinger, in dem wir hier sprechen, ist ja 1610. Das ist ja ein bisschen länger als 150 Jahre. Also, wie gesagt, es ist aber immer wieder derselbe Fall, der passiert. Was Griesinger hier beschreibt, ist bei Abraham Lincoln passiert und ist in 9/11 passiert. Und es gibt sicher auch, wenn man da bis ins Detail reingehen will, Dinge, die bei JFK passiert sind, 1963, damals in Dallas, in Texas, mit der Ermordung von ihm. Da gibt es auch sicher Parallelen dazu. Aber das finde ich so interessant an wirklicher Geschichtsstudie, dass man auf einmal sieht, überall, wo solche Dinge sind, achte mal auf diese Kleinigkeiten und man sieht in diesem Fall die Hand Gottes darin, der durch diese Fehler, die passieren, uns ganz deutlich sagt, Leute, guckt mal, das stimmt nicht, da müsst ihr wieder nachforschen. Das stimmt nicht so, wie sie euch erzählen und das kann ich euch zeigen, weil das und das nicht in den Plan passt, den sie gemacht haben. Das ist eben Vorsehung. Weil wenn diese Dinge nicht passiert würden, wären, dann könnte man die Leute vielleicht noch überzeugen, dass es sich tatsächlich so abgespielt hat. Aber es gibt Beweise dafür, es sind Tatsachen, die ans Licht gekommen sind, dass bestimmte Vorkenntnis davon vorhanden war. Und wenn diese Vorkenntnis da vorhanden war, dann heißt es, dass es geplant war, von bestimmten Quellen so etwas genau auf die Art und Weise durchzuziehen. Die Ermordung von König Heinrich IV. Hier in Griesinger, die Ermordung von Abraham Lincoln, 1865 in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Ermordung von JFK 1963, da könnten wir eine eigene Serie drüber machen, da enden wir nie drüber, und auch 9/11 kann man auch eine eigene Serie drüber machen, endet man auch nie. Da kommt man vom Hundertstel ins Tausendstel ins Millionstel oder Milliardste Teil sogar mit rein. So verwinkelt ist die ganze Sache. Aber es ist Gott, der diese Dinge einigen Leuten zeigt, und diese Leute zeigen diese Fehler dann auf, so wie Charles Chiniquy in seinem Buch das gemacht hat, so wie Griesinger in seinem Buch das hier gemacht hat, so wie Eric John Phelps das in seinem Buch gemacht hat über JFK und so wie viele andere Leute, und ich will da jetzt gar nicht irgendjemanden persönlich nennen, ich wüsste auch gar nicht wen, aber Leute, die nach 9/11 Filme und Bücher produziert haben, wie zum Beispiel Loose Change und solche Dinge, die sich nicht auf biblischer Weise bewegen und denen das auch nur darum geht, dass das ein Anschlag war, der so nicht hat stattfinden können. Aber die Leute beschäftigen sich damit und zeigen Fakten auf, um den meist betrogenen Menschen zu zeigen, Leute, es stimmt hier nicht. Und das ist die Hand der Vorsehung. Das ist meines Erachtens die Hand Gottes in diesem Thema. So, jetzt bin ich soweit fertig und möchte gerne mal wissen, ob Michael und Viktor eventuell noch irgendwelche abschließenden Bemerkungen für heute anzubringen haben. Ja, wie viele Schlussworte brauchst du denn noch? Ja, das war ja jetzt nur meins. Vielleicht möchten die Leute ja noch jemand anders hören. Ja, ich fange einfach mal an, ja. Dann habe ich es hinter mir. Fühl dich nicht verpflichtet, Michael. Mach, was du gerne möchtest. Nein.
Nein, also wir sind ein bisschen ausgeartet heute. Im Endeffekt ist es aber so, dass wir auch diese Sachen biblisch herleiten können. Das wäre manchmal die spannende Geschichte. Jeder geht ja nur hin und rechnet irgendwelche Zahlen und irgendwelche Zeittabellen und seismografische Auswertungen und dies und jenes. Aber man kann diese Dinge auch biblisch belegen. Und man sieht alleine schon daran, wie ich eben gesagt habe, dass beispielsweise die Vereinigten Staaten sich eben da absolut unchristlich verhalten haben. Denn einfach Rache zu üben und irgendein anderes Land fast planlos zu überfallen aufgrund eines Verdachts und dann von Achse der Willigen sprechen und all diesen ganzen Herleitungen, hat ja nun mal halt nichts mit der Wahrheitsfindung zu tun. So, und ich habe eine Geschichte, die ich da zum Besten bringen kann. Geschichte erklärt sich ja dann immer nur dann, wenn sie halt schon ziemlich weit weg ist, sodass den Beteiligten nichts mehr passieren kann. Im Falle von JFK sind die Akten ja mittlerweile seit über 55 Jahren ja jetzt gesperrt und sind immer noch nicht so weit gediehen, dass sie jetzt veröffentlicht werden können. Ich habe ein anderes schönes Ereignis, wo man alle Menschen, die uns und andere als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, mal etwas unter die Augen reiben kann. Und zwar den Fall von Gaius Julius Caesar, der bekanntermaßen der erste Pontifex Maximus gewesen ist. Eifrige Zuhörer dieses Kanales werden den Namen dann doch mit einer anderen hochgestellten Persönlichkeit verbinden. Und der ist ermordet worden, und zwar im Jahre 44 vor Christus in dem berühmten Iden des März. Und selbst Wikipedia als völlig unabhängige und völlig loyale Quelle schreibt dazu die zwei Sätze. Caesar wurde am 15. März 44 vor Christus von einer Gruppe Senatoren um die gerade genannten Marcus Junius Brutus und Gaius Cassius Longinus während einer Senatssitzung im Theater des Pompeius mit 23 Dolchstichen ermordet. An der Tat waren ca. 60 Personen beteiligt. So, die Fakten lauten 23 Dolchstiche, 60 Personen. So, würde ich die Nachricht jetzt heute Abend im Westdeutschen Rundfunk oder wo auch immer durchlesen, würde ich dann sagen müssen, gut, der Präsident des Landes sowieso ist heute Abend durch eine spontane Radikalisierung von 60 Personen mit 23 Messerstichen ermordet worden. Die Ermittlungen laufen an, Tatverdächtige wurden bis jetzt nicht ermittelt. Das heißt, es ist doch letzten Endes so, dass wenn ein Mensch mit 23 Dolchstichen ermordet wird und 60 Personen beteiligt sind, wenn wir dann nicht von einer Verschwörung sprechen können, ja wann bitteschön denn dann? Es werden ja nicht der 60 Leute dann plötzlich sich spontan zusammengekundet und haben gesagt, immer seine Frisur, die fand ich immer schon unmöglich, der Mensch muss weg. Ja, dieses ganze Zeugs, was der da im Haar hängen hat, mag ich nicht. Und ich meine das völlig ernst, ja. Warum steht hier nicht die Verschwörung, die zum Tode von Julius Caesar geführt hat? Denn es werden sich keine 60 Personen draußen finden, die sich spontan für eine Sache so begeistern, dass sie sagen, Mensch, wir suchen uns jetzt ein Messer und dann hauen wir auf den ein. Weil es keine Verschwörungen gibt, Michael. Es gibt nur Verschwörungstheorien und damit Verschwörungstheoretiker und keine wirklichen Verschwörungen. Das gibt's ja nicht. Das ist eine Verschwörung, weil es kann mir niemand erzählen, dass man jemanden mit 23 Dolchstichen und wo 60 Menschen daran beteiligt waren, dass sich das spontan ergeben hat. Vor allen Dingen, es geht ja noch weiter, es gab da Warnungen, ja, da nicht hinzugehen und sein Freund hat ihn auch noch, ein griechischer Philosophielehrer, Artemidoros, hatte noch Details der Verschwörung, steht hier absolut so drin bei Wikipedia. Ja. Auch eine unterwegs erhaltene Schriftrolle des griechischen Philosophielehrers Artemidoros, die Details zur Verschwörung enthielt, vermochte Caesar nicht zu warnen, denn er bereichte sie einem Mitglied des Stabes, um sie später zu lesen. So, also, es steht ganz genau drin hier, Caesars Tod, Caesars Ermordung 44 vor Christus war eine Verschwörung. So, und da es nichts Neues unter der Sonne gibt, gibt es auch heute noch Verschwörungen. Und für mich ist der Fall von Caesar eine, die historisch belegt ist und eine, an der nicht zu rütteln ist, die auch letzten Endes die heutige
Landschaft da nicht wegzuwischen vom Markt. Und da kann man sich beispielsweise auf diese Geschichte mit Caesar berufen, auch wenn die 2000 Jahre her ist, hat nichts von ihrer aktuellen Brisanz verloren und finde ich immer ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo man tatsächlich sehen kann, dass immer, ganz, ganz oft in den hohen Politikrängen mit ganz fiesen Mitteln gearbeitet wird. Und ich will jetzt den Caesar damit nur überhaupt nicht in Schutz nehmen. So, das war es von mir aus. Ja, vielen Dank für die Erteilung des Wortes und für die sehr interessante Lesung und die Kommentare von euch. Ja, mir ist jetzt aufgefallen auch nochmal, was Jörg ja auch sagte, dass mit diesen Verschwörungstheorien, also wenn ich das jetzt auch nochmal jetzt unter diesem ganzen Gesichtspunkt oder unter den Gesichtspunkten, die wir jetzt auch oder die ihr angeführt habt, die wir jetzt gelesen haben in dem Buch, dass die Moment, jetzt brauche ich noch mal einen ganz kleinen Augenblick. Jetzt hatte ich wieder fast meinen Faden verloren. Und zwar war jetzt der Punkt, den ich machen wollte. Ja, genau, dass es dann im Grunde so ist, dass wir im Wesentlichen oder tatsächlich erleben, dass es Verschwörungspraktiker gibt. Ja, das sind dann die, die halt genau das vollbringen, die Meuchelmorde etc. Und dass wir das erleben, dass die Masse diese Verschwörungen ja leugnet. Trotz, wie wir es jetzt hier versuchen oder ihr es auch versucht habt, nochmal darzulegen anhand von Fakten, wie es denn sich wirklich abgespielt hat und nicht wie es erzählt wird im Radioempfänger und im Fernsehempfänger. Ich fand das nochmal ganz interessant, da diesen Punkt und weil der Bruder Michael vorhin noch was angeführt hat, das fand ich auch interessant, weil wir ja auch immer versuchen, das Ganze immer mit der Brille der Bibel ja auch zu betrachten. Und dort vorhin hat der Michael ja gesagt, mein ist die Rache, sprach der Herr. Und da habe ich mir doch mal jetzt so einen Punkt rausgesucht, das ist in Römer Kapitel 12 und dann spreche ich das einfach mal kurz runter ab Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrenbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. In Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ja, und damit möchte ich dann auch meine Worte hiermit dann beenden und übergebe dann nochmal zurück an Bruder Jörg. Und sagt dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Viktor. Und ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, weil du hast wunderbar mit einem Zitat aus dem Wort Gottes geendet. Und dem möchte ich nur noch meinen Standardsatz hinzufügen, um das auch machen zu können. Lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.